Hallo Leute und willkommen zurück zur Thief Challenge. So, Maya sitzt hier gerade noch auf dem Sofa und lacht sich kaputt. Ich glaube, sie schaut Fernsehen, ne? Und was macht Marc? Bist du immer noch mit Hacken beschäftigt oder Programmieren? Ja, Programmieren. Okay, was macht unsere Kuhpflanze? Das ist jetzt gerade, huch, das ist jetzt gerade das Wichtigste. Kuhpflanze, können wir was mit dir machen? Nein, immer noch nicht. Ach Manu, wann wächst sie denn endlich? War das nicht so, dass das 3 Tage dauert? 3 Tage, 2 Tage, ich weiß es nicht. So, Profigärtner, nee, nee, hier können wir auch nichts machen. Okay, dann werden wir. Sag mal, irgendwas spinnt doch hier mit den Wänden, oder? Schaut mal, Wände ausgeblendet und trotzdem sind die Wände. Ach so, ich bin ja auch oben. Gut, dann will ich nichts gesagt haben. Ich wollte mich schon wieder beschweren, dass hier seit dem Update alles sehr merkwürdig läuft. Aber gut. So, wir lassen Maya jetzt gerade erstmal den Müll rausbringen und schauen mal, wie weit bist du denn? Ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis du den nächsten Level erreichst. Von daher würde ich sagen, gehen wir einfach jetzt irgendwo hin. Es ist 18 Uhr. Und klauen damit beiden auf jeden Fall noch irgendwas, denn in der letzten Folge haben wir dank des Wunschbrunnens unser ganzes Geld verloren, was nicht so schön war. Und ich wollte jetzt mal ganz gerne zu den Gaming-Sims hier. Oh Mann, die hat wieder nur die halben Klamotten an, aber macht ja nichts. So, gehen wir einfach mal hin, weil hier waren wir nämlich noch gar nicht. So, ohne Musik sind wir da. Wer ist das denn hier? Mit den gleichen Klamotten, die Hannah auch mal hatte. Ach, das ist die jetzt auch ein Teenie ist. Okay. So, ach, hier steht noch alles vom Halloween, von der Halloween-Fete. Oh Mann. Ja gut, dann würde ich sagen, klopft mal. Klopft mal an die Tür. Ach Mann. Ich mag Sims 4 nicht. Warum läuft es bei mir nie vernünftig? Können wir hier hinten? Ja, wir können hier hinten an die Tür klopfen. Okay, dann mach das doch mal. Könnten wir den Grill klauen? Nee, leider nicht. Ach, schade. Eigentlich auch ein ganz nettes Haus, ne? Muss man sagen. So, dann klopft hier hinten. Hat das jetzt funktioniert? Was macht ihr? Also hier könnt ihr nicht an die Tür klopfen, aus welchen Gründen auch immer. Aber dann geht doch da hinten hin. Da müsste sie doch an Tür klopfen. Müsste sie doch hinkommen, oder? Sie kann auch einfach hier weitergehen. Kann sie nicht. Sie kann da nicht über die Steine. Was zur Hölle? Also, manchmal finde ich es merkwürdig. Das Problem ist jetzt, dass sie hier nicht rüber kann, ne? Ja, okay, aber warum können wir da vorne nicht an die Tür klopfen? Das ist doch dumm. Warum kann Marc das denn? Nein. Also das hier scheint keine richtige Eingangstür zu sein. Gut, das ist jetzt natürlich richtig blöd. Nebel einschalten, nein. Das können wir auch nicht mal klauen. Gut, das ist jetzt natürlich richtig blöd. Ich überlege, ob wir dann einfach hier zu Piers Haushalt besuchen, Haushalt aus der Galerie einziehen lassen. Was? Nein. Das wäre jetzt so die einzige Idee, die ich hätte. Oder aber wir bleiben einfach hier. Was, kann man eine Bank mitnehmen? Nee. Boah, das ist ja mal richtig doof. Das ist ja mal richtig doof, ey. Das finde ich total blöd. Dann gehen wir jetzt woanders hin. Da muss ich auf jeden Fall mal schauen, dass ich da eine vernünftige Tür einbaue. So, hier sind die Book of Unwritten Tales, Leute. Da waren wir auch noch gar nicht. Ich muss aber sagen, das sieht gerade auf den ersten Blick nicht so wirklich pompös aus. Was ist das denn hier nochmal? Und das hier hinten? Ach so, das ist so ein Spielplatzding, ne? Hier wohnt niemand. Hier wohnen die Ehemänner. Hier ist aber gar nichts. Hier waren wir in der letzten Folge. Also so langsam wird es knapp mit neuen Haushalten, ne? Wir haben fast jeden schon besucht. Ja gut, abgesehen natürlich von so, ja, ich sag jetzt mal kleinen Haushalten, die sowieso nichts haben. Hier wohnen die Ehemänner 3. Hier wohnt Familie Wu. Wenn das jetzt laden würde, dann wüsste ich eventuell auch, wer da genau wohnt, aber es lädt nicht. Ach Gott, ich liebe Sims 4 einfach. Wir gehen ins Wellness-Center. So, hier kann man doch bestimmt auch ein, zwei Sachen mitgehen lassen. In 30 Minuten beginnt ein Yogakurs. Ja, okay. Yoga machen wir jetzt mal nicht. So, was sieht gut aus? Was sieht wertvoll aus? Wir können ja leider die komplette Sauna nicht klauen, ne? Und die hätte ich ja so gerne. Badewanne. Was ist mit dem Aquarium? Das können wir nicht klauen. Boah, das hätte ich so gerne. Schade. So, was ist mit Trainingsgeräten? Die glaube ich auch nicht, ne? Eben gucken, sowas hier? Nee, auch nicht. Ein Boxsack auch nicht. Also, das finde ich wirklich blöd. Masseur anfordern. Sag mal, kann er jetzt hier gar nichts klauen, oder was? Meditieren, nicht mal das kann er klauen. Was ist da los? Wir können hier gar nichts mitnehmen.
Das ist doch echt blöd. So, ja gut, hier so ein Sessel vielleicht, da ist die Sauna, aber können wir auch nicht klauen. Mit Schwefel sabotieren, ja, wäre eine Idee. Massagestuhl kann man auch nicht klauen. Oh Gott, ist das langweilig. Man kann das Bild hier. Was? Man kann nicht mal das Bild klauen? Wollt ihr mich jetzt veräppeln oder was? Versuchen zu stehlen. Wow, ein Stuhl. Ein Stuhl? Ey, das kann doch nicht sein, oder? So, nochmal die kompletten Wände einblenden, um zu schauen. Was ist damit? Ey, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch echt nicht wahr sein. Maja, komm auch mal bitte hier hin. Hier hingehen. Kann sie das mitnehmen? Nein. Also das ist wirklich ein bisschen doof, ne? Jetzt so langsam fällt das auf, wie wenige Sachen man echt klauen kann. Jetzt klauen wir da gleich so eine blöde Blume. Obwohl so ein Massagestuhl und sowas ja viel geiler wäre. Oder dieses Ding hier. Weil das halt bestimmt einiges wert ist. So, es ist gerade niemand anderes da, ne? Und Maya dürfte jetzt nichts dagegen haben, wenn er das. Was? Ey, nee. Leute, die beiden sind Verbrecherkumpanen. Was? Ihr habt mir geschrieben, wenn die Verbrecherkumpanen sind. Nackt und schwimmen. Ihr habt mir geschrieben, wenn die Verbrecherkumpanen sind. Bademantel anziehen. Dann geht, funktioniert das. Ey, nee. Was? Ich hab mich da jetzt voll drauf verlassen. Nimm bitte so ein dummes Regal mit. Ey, was? Die sind Verbrecherkumpanen. Na, wenigstens hat das jetzt funktioniert. Was für ein Mist. Hier, Maya, energiegeladene Runden schwimmen. Kannst du mal machen. Also, das ist jetzt mal richtig doof. Das finde ich gerade blöd. Aber gut, dann weiß ich wenigstens Bescheid, dass das anscheinend nicht funktioniert oder vielleicht auch noch nicht funktioniert, aber aus welchen Gründen auch immer. Denn in der letzten Folge wurden die beiden ja definitiv zu Verbrecherkumpanen. Von daher ist das, huch, wirklich sehr schade. Ja, jetzt schwimmt hier rum. Er ist jetzt erstmal 8 Stunden beschämt, ne? Das ist natürlich blöd. Ach, Manu. Und ich hatte eigentlich vor, das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, der Maya jetzt mal bald einen Heiratsantrag zu machen. Ich meine, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir tatsächlich heiraten können. Denn es werden mit Sicherheit noch mal Rechnungen kommen. Und die Hochzeit kostet ja 1000. Also zumindest eine richtige Hochzeit, wenn wir nicht spontan an Ort und Stelle heiraten. Die schwimmen da gerade so rum. Sag mal, wollt ihr vielleicht mal ein bisschen Unsicherheit mitteilen? Spritzen? Mal einfach ein bisschen Spaß haben? Aber wenn er jetzt so beschämt ist und überhaupt nicht gut drauf ist, möchte ich ehrlich gesagt ihr auch keinen Antrag machen. Das ist doch dann voll doof. Und vermutlich geht es dann noch in die Hose und. Ach Gott, wer weiß, was da passiert. Sag mal, willst du Maya jetzt vielleicht mal nass spritzen? Die schwimmt da wie blöde ihre Runden. Vielleicht sollte ich das mal eben abbrechen. Dass er sie dann auch jetzt mal tatsächlich nass spritzt. Macht er das nicht? Nein, ich möchte nicht einschalten. Ich möchte spritzen. Ja, schwimm mal hin, spritz sie mal nass. Ach, sie findet es lustig. Das ist gut. Das freut mich. So, er ist verspielt, sie nach wie vor energiegeladen. Was können wir denn nochmal Verspieltes machen? Kokettenwitz, das ist doch immer nett. Techtelmechtel in Sauna. Jo, warum nicht, ne? Warum eigentlich nicht? Komm, ab in die Sauna, Leute. Oh, sie ist auch kokett. Ach so, kommt ihr da jetzt nicht? Ach, ihr kommt da wieder aus irgendwelchen Gründen nicht hin. Ja, keine Ahnung. Geht das denn? Passt mal auf, hier hingehen. Wir gehen einfach mal mit beiden hier hin. Und dann versuchen wir es nochmal. Techtelmechtel in der Sauna hatte ich bis jetzt, glaube ich, auch noch nicht. Ich frage mich gerade. In 30 Minuten beginnt der Yogakurs. Dawn, ich habe gehört, dass im Club gerade eine tolle. Nein, wir wollen Techtelmechtel in der Sauna. Es geht gerade nicht. Ich habe gerade gedacht, ob der Club hier leer ist, weil die da alle am Putzen sind. Aber anscheinend doch nicht. So, jetzt probieren wir unser Glück nochmal. Verrückt anfunkeln, nein. Romantik in Sauna Baby machen, nein. Techtelmechtel in Sauna, ja bitte. Ma Bisa. Und? Heißt das ja? Oh, das heißt ja. Ohoho. Oh, wir sehen ja mal gar nichts.
Man sieht ja mal gar nichts. Außer die Herzchen. Kann hier jetzt auch jemand reinkommen? Das wäre total witzig, ne? Wenn die dabei erwischt werden. Vor allem sind das doch Glaswände hier. Aber ja gut, ne? Kann man ja mal machen. Oho, mit Herz sogar. Was kam da gerade? Achso, nee, ich dachte, da kam gerade einer rein. Ja, und? Hat Spaß gemacht? Was macht er jetzt? Bademantel anziehen. Ja, gut. Okay, jetzt könnte sie auch rein theoretisch schon wieder irgendwas mitnehmen, ne? Was denn damit? Ah, hier sind zu viele Leute, glaube ich. Ich glaube echt, hier sind zu viele Leute. Sag mal, spinn nicht rum, Spiel. Was macht Mark jetzt? Geht er mit Klamotten in die Sauna? Ich möchte jetzt wieder irgendwas mitnehmen. Passt auf, wir nehmen den Sessel mit. Ich glaube, der ist nämlich mehr wert, versuchen zu stehlen. Der ist wahrscheinlich mehr wert als so eine blöde Blume. Was hat das denn jetzt gerade, wie sie geredet hat? So, er steht da jetzt in Klamotten in der Sauna, alles supi. Du kommst da nicht hin, weil aus Gründen, ist das Herrentoilette? Das ist die Herrentoilette. Oh, das hasse ich ja auch. Wie die Pest, ne? Diese Herren- und Damentoiletten. Jetzt finde ich hier die Damentoilette nicht. Jetzt finde ich die Damentoilette nicht. Kannst du eine Badewanne mitnehmen? Nee. Oder kannst du dieses wunderschöne Regal hier mitnehmen? Nein, auch nicht. Boah, komm, dann nimm den Bambus mit. Also ich... Sie kann... Ach doch. Also heute finde ich es ein bisschen nervig mit dem Clown. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil einfach nichts Vernünftiges da ist. Der Masseur steht da rum wie bestellt und nicht abgeholt. Ach ja. So, hat sie mitgenommen. Sehr schön. Was ist mit Marc? Du kannst ja immer noch nicht, ne? Wie lange noch? 5 Stunden. Okay, wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Das ist jetzt erstmal wichtig, dass wir nach Hause gehen und eventuell Bedürfnisse und so ein Kram erfüllen. So. So, dann schauen wir doch mal in Bademantel und mit Handtuch um. Das ist natürlich supi. Oh, irgendwas stinkt doch da am Kühlschrank. Da muss ich dann auf jeden Fall nochmal nachschauen. Jetzt backt das wieder rum, ein Gericht nehmen. So, du schnappst dir mal ein Gericht. Was ist mit Maya? Die muss erstmal zur Toilette. Okay, würde ich sagen. Gehst du mal bitte. Was macht die Kuhpflanze? Gar nichts. Ich habe das Gefühl, diesmal dauert es extrem lange. Also es kommt mir lang vor. Es dauert natürlich nicht länger als sonst. Aber trotzdem, wie hier einfach mal wieder was rumstinkt. Aber nun gut. So, Marc, ich bin dafür, dass du hier auch mal einen auf Fernsehjunkie machst und ein bisschen RTL-Assi-Programm guckst. Weil du guckst irgendwie total selten Fernsehen. Von daher setz dich mal hin. Bilde dich mal ein bisschen weiter. Und sie wäscht sich jetzt erstmal die Hände. Oh, ist auch schon voll müde. Moment, können wir denn noch was bei den Pflanzen hier machen? Nein, Profi-Gärtner. Okay, dann schicke ich dich aber ins Bett. Schicke ich dich ins Bett? So, wie gesagt, du guckst auf Fernsehen. Ach ja, Baumodus, genau. Eben kurz in den Baumodus und gucken, was wir hier Tolles erbeutet haben. Wow, ein Regal für 70. Das ist einfach großartig. Und was? Was? Der bringt 605? Ey, geil, das hätte ich nicht gedacht. Cool, verkaufen wir. Könnten wir zwar auch noch hier irgendwo hinstellen, aber trotzdem. So, wie weit sind wir? 75. Okay, wir müssen mal wieder ein paar teurere Sachen hier anschaffen. So, du gehst... Was ist los, Maya? Du solltest ins Bett gehen. Was hat jetzt daran nicht funktioniert? Gar nichts, ne? Gut. Ach so, er schaut überhaupt kein Fernsehen. Er sitzt da einfach nur. Ja, ist ja auch okay. Ich meine, er muss ja auch kein Fernsehen gucken, ne? Dann isst du jetzt erstmal auf und ich muss jetzt nochmal kurz schauen. Also öffnen. Da ist nichts drin, was verdorben ist. Klicke, um Stapel zu öffnen. Ach doch, die Milch. Oh, doch, die Milch ist verdorben. Kann ich die einfach von hier aus? So, scheint ja zu funktionieren, ne? Ach, sehr gut. So, und dann wollte ich nochmal eben den ganzen Kram aus Mayas Inventar. Das funktioniert so nicht. Sag mir nicht, ich muss das einzeln machen. Spinat Essen im Welt platzieren. Ich habe gelesen, das habt ihr mir geschrieben, dass ich die ganzen Sachen, die ich hier so geerntet habe, einfach mal in den Kühlschrank packen soll. Ah, ah doch, funktioniert. Hat nur gerade irgendwie nicht. So, und dann noch die Pilze. Und dann geht hier schon das Licht aus. Was mit den Fischen? Nee, die nicht, ne? Stimmt, wir brauchen ja noch eine Fotowand.
Ach Mann, jetzt fällt mir hier gerade so vieles ein. Aber das spulen wir jetzt erstmal vor, bis ihr da ready seid. Ja, das mit meinem Antrag, also den wollte ich echt gerne in dieser Folge machen, hat jetzt nicht so funktioniert. Gut, wir können das natürlich auch hier zu Hause so gleich am Frühstückstisch machen. Aber ich weiß nicht, ich hätte das eigentlich gerne ein kleines bisschen schöner gehabt. Aber gut, vielleicht machen wir es auch dann erst in der nächsten Folge, wenn es hier beiden ein bisschen besser geht. Beziehungsweise, ach Marc, müsste es ja eigentlich gleich besser gehen, ne? Dann sind ja die 8 Stunden schon vorbei. So, du schnappst dir jetzt erstmal was zu essen. Oh, Marc, du musst doch zur Toilette. Sag doch was. Oh, und Hygiene ist bei dir auch so ein Ding, ne? Ich habe das Gefühl, du stinkst ein bisschen öfter als Maya. Lass mal eben baden gehen. Und danach zur Toilette. Wir brauchen definitiv eine Dusche, Leute. Wir brauchen definitiv eine Dusche. Was macht die Kuhpflanze? Sie macht gar nichts. Können wir sie bewässern? Können wir sie bewässern, wenn... Also heute, nein, bin ich echt wieder genervt. Ein bisschen vom Spiel, muss ich sagen. So, Maya, du isst da jetzt. Er ist in der Badewanne. Gut, dann würde ich sagen, spule ich das mal vor. Das müssen wir uns jetzt gerade nicht antun. Wie du da mal wieder den Grillkäse oder, nee, was ist das? Macaroni und Käse in dich reinstopfst. Ja, lass den Teller einfach stehen, passt schon. Und dann räume ich ihn weg. Oh, warum fühlt sie sich unwohl? Schlechter Nachgeschmack, das ist natürlich doof, ne? Schlechter Nachgeschmack ist natürlich doof. Was hat er vor im Internet surfen? Nee. Nee, oder? Können wir da noch was machen? Ich weiß ja nicht. Also sie fühlt sich unwohl. Ich würde fast sagen, Leute, wir gehen wieder irgendwo hin. Ja, vielleicht klappt es echt noch mit unserem Antrag. Aber jetzt schnell noch irgendwo hin und was klauen. Wer wohnt hier nochmal? Ach, die Gronk.de, Leute. Städtisches Museum. Passt auf, wir gehen mal dahin. Gehen natürlich zusammen. Ja, oder auch nicht, wenn es heute noch nicht so funktionieren soll. So, zusammen mit Maya. So, dann hoffen wir mal, dass wir hier die Leute schön ablenken können und eventuell mal eine ruhige Minute haben, um hier was mitgehen zu lassen. Wow, es ist sehr voll hier. Was ist das? Ach, die schwarze Rainbow. Das ist Helga Nordsee. Gut, ich habe heute aber auch wirklich Pech, ne? Da will ich einmal hier hin und dann ist es so unglaublich voll. Und jetzt muss ich natürlich darauf achten, pass mal auf. Wir machen das mal. Nee, 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 nee. Er fängt nämlich jetzt schon an. Leute, wir müssen jetzt sehr gut aufpassen. Wir müssen tatsächlich sehr gut aufpassen jetzt. Marc steht da hinten noch. Ich habe jetzt vor, die gelbe Rainbow hier gleich wegzulocken. Kommt da noch jemand? Na toll, da kommt noch die blaue. Hier plaudern. Plaudert mal bitte da hinten. Marc, wo gehst du hin? Marc, wo bist du? Bleib bloß hier. Bleib bloß hier. Ich möchte jetzt gerne wirklich erfolgreich klauen. So, Maya hat die weg. Jetzt gehen die alle hier hin. Ich habe heute, ehrlich Leute, ich habe heute ein unfassbares Pech, ne? Könnten wir das rein theoretisch auch klauen? Ja, versuchen zu stehlen. Klau das Klavier. Klau das Klavier, ey, das ist noch eine bessere Idee. Ich muss nur auf Maya aufpassen. Bitte komm mir nicht hinterher. Alte. Fuck! Mann! Oh, das ist... Bimbis! Nein! Boah, also heute ist absolut der Wurm drin, wirklich. Heute nervt es mich ungemein, dass hier nichts funktioniert. Sie kann das noch nicht stehlen, das heißt, mit ihr müssen wir irgendwie ein billiges Gemälde klauen. Ja, gut, dann nimm doch mal das mit, es sieht auch gerade keiner. So, und Marc hat jetzt wieder 8 Stunden. Na geil. Na geil. Ah, da kommt die Julie. Wie schön. Ja. Das ärgert mich maßlos, wirklich. Muss ich ehrlich sagen. Aber gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir müssen hierhin auf jeden Fall nochmal zurück. Denn das Klavier hätte ich gerne. Ich glaube, das ist ein bisschen was wert. Und warum Maya nicht hier hinkommt, obwohl ich ihr das sage, weiß ich auch nicht. Ich sag ja. Heute ist ein richtiger Pechtag, nicht wahr? Na gut, Leute, ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge dann wieder mit dabei. Wie sie da die komische Sarah anguckt. Naja, okay. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.